Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie man in einem solchen Steuerwagen eine flackerfreie Innenbeleuchtung einbaut. Nachdem wir nun auch schon die normalen Doppelstockwagen umgebaut haben, weicht dieser Waggon leicht ab. Wenn wir den Wagen öffnen wollen, müssen wir wie gewohnt den Faltenbalg einmal entfernen. Nun können wir den Waggon jedoch noch nicht öffnen. Wir müssen hier vorne die beiden Pufferbohlen entfernen, die Frontlippe müssen wir entfernen, beziehungsweise generell erstmal die Front hier und dann diesen Frontspoiler oder die Frontlippe, wie auch immer man das Ding nennen möchte. So sieht dann die Front des Wagens aus. Und dann können wir eigentlich wie gewohnt den Wagen auch öffnen. So, und hier vorne, das ist jetzt wichtig, wird der Wagen rausgezogen. So. Und dann haben Sie den Wagen sauber geöffnet. Wie gehabt haben wir hier die Inneneinrichtung, die wir auch einfach rausziehen können. Mache ich mal eben einmal so. Ist aber hier noch besonders gut fest. Ach, jetzt geht sie mir wieder rein. Aber prinzipiell funktioniert es genauso wie bei den anderen Wagen dann auch. So. So, jetzt hat er verloren. Oder? Ah, er gibt nicht auf. Wenn Ihnen das mal hier passieren sollte, kein Problem. Können Sie so wieder ganz normal einsetzen. Passt auch nur in eine Richtung. Hält aber, so wie es Märklin auch konstruiert hat, eigentlich von alleine. Ja, was können wir hier sehen? Wir können hier den Wagenboden sehen und stellen fest, wir haben hier solch einen Stecker. Und genau dieser Stecker wird in die Innenbeleuchtung eingesteckt und wir haben hier dann quasi, ich sag mal, Hin- und Rückleiter. Und brauchen also gar nicht hier irgendwelche Litzen zu ziehen oder rumlöten. Da hat das also Märklin schon relativ simpel alles gehalten. Und das ist das Schöne. Das ist jetzt hier die Märklin-Ausführung, die ich habe. Die habe ich jetzt auf Trix Express umgebaut, beziehungsweise mit Trix Express Rädern einfach versehen. Deswegen ist hier auch vorne der Umschalter. Also ich denke oder halte es für besser, dass man ein Trix H0 Modell umrüstet, weil dann hier auch vorne die Steuerungsplatine ein bisschen anders ist. Oder sie ist anders aufgebaut. Hier dieser Schleifer, der oder diese Kontaktfeder, die nimmt schon relativ viel Kraft, sage ich jetzt mal. Die ist jetzt hier nicht so ideal für Trix Express. Von daher sollten Sie da besser ein Trix H0 Modell sich raussuchen und das dann umrüsten. Die Schleife hatte ich ja schon in den anderen Video beschrieben, welche Sie da benötigen.
Aber prinzipiell ist es halt der Umbau gleich, sage ich jetzt einfach mal. Also da tut Als sich nichts. nächstes wird der Goldcap-Kondensator an der Platine angelötet. Und zwar an dieser großen Stelle. Das heißt, wir nehmen den Lötkolben, verzinnen uns einmal das eine Pad richtig schön mit viel Lötzinn. Nehmen uns den Goldcap-Kondensator, den wir uns einmal zurechtbiegen müssen noch. Ja. Da ist er. Und dieser Pfeil hier, der zeigt auf den Minuspol. Das heißt, hier ist Minus und hier auf der Platine steht Cap Minus. Das heißt, er gehört auch so rum drauf. Und wir winkeln uns mal beide Beine einfach so ab. So 90 Grad. Biegen wir uns das so zurecht. Genau. Machen wir es auf der anderen Seite auch schön. Genau. So. So. Und dann käme dieser Kondensator, wie gesagt, der Pfeil muss hier zeigen. Der zeigt jetzt natürlich, sieht man jetzt natürlich nicht. Und dann können wir den hier schön drauf löten. Dafür nehmen wir uns eine Zange oder eine Pinzette zur Hilfe. Da habe ich meine Pinzette. Die habe ich gesucht. Und nehmen wir uns den Lötkolben und löten das Ganze einmal feste. So. Und auf der anderen Seite löten wir das auch. Und so. Diesen Kondensator wird man später im Waggon nicht sehen. Wer nun seine Helligkeit einstellen möchte, der sollte dies vorher tun. Das Poti ist hier auf der Platine untergebracht und es steht jetzt auf Maximum. Und ja, man kann es oder man sollte es sehr vorsichtig halt dosieren. Es steht momentan oder aktuell halt immer auf höchste Helligkeitsstufe. Das heißt, man kann jetzt immer nur noch runterregeln. Ja, sollte man einfach einmal vorher ausprobieren und dann sich die Stellung des Putis merken, wenn man mehrere Wagen hat, damit halt alle gleichmäßig hell leuchten, nicht der eine mal heller, der andere mal dunkler an der Stelle. Widmen wir uns nun einmal der Platine. Widmen wir nun uns einmal den Platinen. Wir sehen hier eine größere Lötstelle als hier. Hier haben wir zwei Lötstellen, da haben wir in der Regel eine große. Die eine große Lötstelle ist der Minuspol und die beiden kleineren ist der Pluspol. Und wichtig ist, dass diese beiden Lötstellen hier eingesteckt werden, wo die Elektronik sitzt. Und hier sitzen nur die LEDs, hier ist keine Elektronik drumherum. Bevor wir das Ganze montieren mit dem Oberteil, stecken wir in die Buchsen einmal die vier Kontaktstifte ein. So. Nehmen uns das Unterteil, platzieren die Platine und stülpen dann diese, da stecken dann diese hier rein. So. Und so. So. Das Ganze wird später so rum aufgesetzt,
auf den Wagen. Und jetzt ist es wichtig, und man sieht es schon, hier vorne die LED werden wir nicht benötigen. Das heißt, Sie können einen Seitenschneider einfach nehmen und diese ganz einfach abknipsen. Und damit brauchen Sie gar nichts machen. Diese LED winkeln Sie um 90 Grad einfach ab. Ungefähr so, dass Sie dann auch hier hinten das Wagenende optimal halt ausleuchten können. Ja, wenn Sie natürlich Lust haben, können Sie natürlich das Ganze noch dekorieren mit ja, Preiserlines, sage ich mal. Und dann wirkt das natürlich dann auch nochmal einfach lebendiger an der Stelle. Ich werde das jetzt noch tun, also daher wundern Sie sich nicht, dass bei mir da auf einmal Leute sitzen, bevor ich den Wagen dann weiter zusammenbaue. Ja, wichtig ist dann jetzt noch der elektrische Anschluss hier. Der wird einfach hier unten in dieser Buchse eingestöpselt und dann wird der ganze Wagen so wie da, ich demonstriere es mal, so wie da zusammengebaut. Vorne dann quasi zuerst im Gehäuse eingehakt und dann geht das weiter. Wenn wir jetzt den Wagen wieder zusammensetzen wollen, müssen wir natürlich, wie schon vorhin angedeutet, den Stecker einmal einstöpseln. Und am besten ist es so, dass wir das Ganze hier einmal auflegen, hier vorne und in dem Treppenbereich. Und man kann genau sehen, also wie diese Treppe halt liegen muss oder stehen muss, dass sie genau hier drauf passt im Endeffekt. So, und dann stülpen wir einfach den Steuerwagen. Na, jetzt gehen die Scheiben wieder raus, lustig. Ach, das sind die von oben. Eben einmal wieder ein, dass wir hier einmal das Ganze hier vorne so einhaken. Dann nehmen wir das ganze Sandwich-Paket, sage ich jetzt einfach mal. Haken das hier vorne ein. Sollten natürlich auch den Faltenbalg rausnehmen, der noch hier drin liegt. So, haben wir das. Haken also hier vorne den Waggon wieder ein. So. Oder schieben erstmal das Ganze. Die ganze Mimik vielleicht hier besser rein. Ja, das ist sicherer. Ja, wir schieben das erstmal hier rein. An Ort und Stelle. Auch hier sind wie bei dem wie heißt es, bei dem normalen Waggon auch die Rastnasen. Und hier oben, wie man das erkennt. Und die müssen natürlich dann an Ort und Stelle sein. So, jetzt ist der ganze Kram da drin. Wie gesagt, wenn es nicht zugeht, liegt es meistens an diesem Teil hier. Jetzt haken wir das hier vorne ein. Erst einmal so. Und dann schieben wir das Ganze zu. Ah, und der geht wunderbar. Direkt beim ersten Mal zu. Also da war alles an Ort und Stelle. Da hat alles gepasst. Die Figuren sitzen auch noch an der Geschichte, wo ich sie festgeklebt habe. Wunderbar. So, damit das Ding nicht wieder aufgeht, sichern wir den sofort mal hier. Und dann zeige ich Ihnen, wie man das wieder alles richtig montiert, dass es auch wieder aussieht wie vom Original. So, also wir montieren erstmal wieder den Spoiler. Den schieben wir einfach hier drauf. Dann montieren wir, damit der Wagen nicht aufgehen kann, die beiden Puffer. So. Ja.
Ist der von der anderen Seite? Ja, genau. Das merkt man dann auch relativ leicht. So. Und jetzt kommt das, was ein bisschen fummelig, sage ich mal, vielleicht ist. Oder erscheint. Wir setzen das ein. Vielleicht machen wir mal einen Puffer noch mal ab. Setzen das ein. So. Und wir nehmen uns jetzt eine Pinzette. Und man kann das vielleicht erkennen, so ein wenig, ne? Dass es gibt hier Bohrungen. Und wenn die Schläuche nicht in den Bohrungen sind, dann führen wir die einfach mal eben nach. Aber das scheint hier der Fall zu sein. Die sind alle beim ersten Mal in die Bohrungen rein. Hier sehen Sie es, hier sehen Sie die Bohrung. Und wenn ich ihn rausziehe, dann sitzt der Schlauch doof. Und das wollen wir ja nicht. Krass, das ist beim ersten Mal gepasst. Ja, bei mir, ich habe ja zwei Steuerwagen jetzt umgerüstet, war es beim ersten Mal jetzt nicht so oder nicht der Fall. Und daher muss man halt darauf achten. Ja, der Waggon ist umgebaut. Ich hoffe, es hat Ihnen auch wieder Spaß gemacht, mir zuzuschauen. Und ich sage einfach mal bis demnächst.